Miaschlohnschop. Dort kühe alle Wegenswiese von Holland bis ab dort Donsch. Dort hum in Nordfriesland as, kun um Beest bei der Hüsinge sehen. Ihr dasse Nordfrieske Jahrewiese zu bergen. Aus, wat essen Fraschhüs in Friesenhaus? Neibel Nordfriesland. Sind blot üle Hüsinge frasche Hüsinge? Ich kenne nicht den Ihnen, dass manche ihm neue Hüsinge bäcken, das schon ja jo. Aus der denkt mir oft den bricht die architektonische Verstand. Grünwald, Chris Stormann, Avenede von Hamburg. Ja, wir haben uns im Urlaub zum Beispiel eigentlich längere Zeit in Friesland so diesen Hausstil mal angesehen. Und so ländliche Gegenden eigentlich angesehen. Und haben uns so in diesen Stil so ein bisschen verguckt, verliebt. Tetenbühl, Nordfriesland. Die, was das Bagget heet meint, dort ist auch in Frasch in Frieskurs aus. Ja, das wirkt so sehr, weil wir haben so ein Betten an der Haubachdach, als wir das Boot haben. Moosbühl, Nordfriesland. Kann in Frieskurs so ötziehen? Ich finde, ich bog auch in Fraschhüs, denn in und her Hüs boge manchmal wird Frasch sein. Historisch jüllt, dort Frasche Lungenhüs als typisch. Der sind taus Lieke. Et Geesthardenhaus in et utlandfriesische Haus auf der Eilönje im Jahrsch von der Forstewoll in Aberhollie. Im Nordseemuseum in Hüssem fehlt die Modelle von Frieske Hüsinge zur Schöns. Die Konstruktion des utlandfriesischen Hauses besteht darin, dass ein Ständerwerk da drin ist. Und Schleswig-Holsteins Freilichtmuseum Wolfsee bei Kiel sahen alle Hüsformen von der Frieske Avenbunke des Schöns. Hier ist ein Utlandfrieskhüs von Sol. Die Ullebaus von Museum, Professor Karl Ingvar Johansen. Hier verkleidet Utlandfrieskhüs von der Hollie. Und die Balken, die wir hier sehen, die liegen nicht auf der Wand. Sondern die Balken, die wir hier sehen, die liegen auf wandnahen Ständer. Wenn die Flut nämlich die Lehmwände unerspült und die Wände nicht mehr drehen konnten und absackten und abrieten, dann blieb das hier Gefühl gestohlen. Der Heiligmensch, der Klub auf die Burns, liegt in Heu und Stroh, hat er das noch übersieht, das Dreieck, und konnte Flut und der Unwetter abtönen. Von Berne konnte Völket Utlandfrieshürs Oltens bald Kotschurf konne. Dort sind der Bode zwischen Möhr und Pillere. Der Frieske Lunghüsinge hebe alle in Vorteile. Das Deel, das Hus in Wohndeel und in Stahldeel. Und das Hus von Sistern 134 kann man mit den Urhüsern vergleichen, die wie vor Christi Geburt an der Küste Frielecht haben, Utgroft haben. Und Sie sehen auch die alte Bogendür, die Klöndür, also diese gedehlte Dür. Das ist alles, was wir wie zurückverfolgen können und was so richtig ein Identitätsmerkmal ist für die Frieslande. Bei Utlandfrieskhüs kommt die Bausemdür zu Smehlkont von Hüsröt. Das ist eine alte Hinterlader, weil die von Achter beführt wird. Oder alte Bilärger oben, Bilärgen, Köste. Verstehen hier mit diesem bewältigten Knüpp, die können wir hier abnehmen und in die Tasche stecken, wenn sie schön warm werden. Und wenn sie wieder kalt werden, dann wollen sie wieder abschoben zum Tanken. Ohne Akkus, wenn sie so wollen. Da haben wir in den Pesel, könntest du sehen, da wird der vornehmste, schönste Rum. Da haben wir natürlich in wieder, früher oben rutschten, aber später hätten wir hier versucht, feine Pitchbeen drin zu legen. Und hier sehen wir die breite, feine Pitchbeen vorkommen. Das ist dann die niedere Typ, das ist so etwa Ende des 18. Jahrhunderts, des 19. Jahrhunderts, nicht 18, das Ende des 19. Jahrhunderts waren dann halt mehr und mehr diese Pitchpendale hinlegt. Und hier mit den Paneelen ringsum, das ist so typisch Holz und gegen Feuchtigkeit und Bogen, den Makoma, die brune Fliesen, ganz besonders wertvolle, schöne Fliesen, original noch. Und wofür dann diese Schränke mit Themen, die vier Jahreszeiten und so, hier auch in den Wandschrank. In die typische Farben, fast im Boot, das wäre das, wovon man träumt und was also auch typisch gewachsene friesische Wohnkultur darstellt. Dort Geesthardenhause, Gorstierehüs, als Rienenold was abdielt. Im Vierseithof, im Vierkornstee, hebe der Frieske von der Donsche aufkieket. Jetzt stehen wir vor allem in der Krisen Albrechenkuch
als auch eine Wissenheit in anderes diese. Manning Vierkante sind ja Stock für Stock zu ein Vierkant werden. Und so gibt es auch Dilling noch Manning Winkel- und Trikantstehende. Der Hauberge sind ein Edersteh zu Hüs. Ja, sind auf der West- und Ostfriesk Münsterbagget werden. Alte Male sind Golfhüsinge, dann eine Mal von acht Golfhüs stund er in Vierkant, wie er beriet, aber grünlogert wird. Efter 1870 ändert haben Nordfries Architektur dramatisch. Es ist kaiserig, eine Eisenbahn braucht nur städtische Vorbilder, auch auf Börrestehende. Eine Sankenissenkuch werden am 1926 der Hüsinge ganz modern baggert. Elase werden et Black baggert, oder der Grün von der neue Kuch noch ein Fast nachwuss. Efter 1870 kommt auch die Drempelbauwiese efter Friesland. In Hochmöhr wird eine zweite Stock. Der Volkwärtsens und Tetenbüll heben in Gebüde, was 1895 auf der Englisch-Münster baggert wird. Ja, so ein Hüss ist natürlich, ja, es ist eine, an der Hülling, Billy, ja. Wenn um irgendwas Neimauer isoliere, weil dort kommt ordentlich eine Tiendusende. Ich hat, wie schon mal üslun wird, ich habe ihn, ja, es ist ein. Auch wird mehr Innahme am erhöhten Hüss, als wenn man ein ganzes Latthüss hat. Aber auch es hätte ganz hittet auch Vordiele, dann ja, es ist so ein lauges und ötzigt, gerau, das hätte einen Aken, und just mal ist direkt vermorgt, denkt der ist dann auch ganz gau noch, wenn man ein Hüss hat, was einfach auf der Bütten, auf der was ötschucht, ne? Was aporti ist. Und wir haben ganz bunke Platz vor all ist verrückte Idee, die eine. Mal in Gebüde von 1895, kon Redlef Volkwärtsen noch in der Moten Götz Börrewiese. Mein Hauberg wo sit volle schwerer wehen. Ja, dat as natürlich eis so ganz lach, dass dann noch mal die der Grotte Rede tauge, dat as ja scheußlich jör en erhüldet. Der schau ja mal acht Generationen nahe Rede aufsiete. En ja, vor dat Gilder kümm haben ein wirer nahe Hüsverkupe dann, ne? En dann noch mal, Denkmalschutz, darum haben die auch eine volle Rehre können. Just an den Bausum, wenn ein Bausum dann ein Hauber ein Bausum hat, das scheint ein Bausum, der lenkt volle Luft, volle Jochthebe, das kommt an den Hauber Eimauer. Lick es, jeftet manchen, was das versiegt hebe. Wir sind hier Anfang 1980 zu wirtschaften, kriegen den Betrieb von Mien Öllern. Da muss übergeben. Und hat 1987 diese Hauberg restauriert. Da wird just das Programm Rettet Hauberge und Windmühlen und so weiter von Eiderstedt. Und in das Programm sind wir hier reingekommen. Wir haben damals hier 600.000 Mark investiert, haben von dem Denkmalschutz 300.000 Mark Zuschuss gekriegt, verlorenen Zuschuss. Und haben das auch diese Baumaßnahme hier zu machen. Hören Sie dafür noch mal machen? Wie? Persönlich, Heinke und ich sind damit zufrieden gewesen und wir haben auch bei 2004 hier gut wirtschaften können und sind auch mit zufrieden gewesen. Die nächste Generation ist mein Sohn Gonne, der hat 2004 als Pacht gekriegt und dieses Jahr als Besitz überschreiben gekriegt und der ist dort nicht mehr mit zufrieden. Also jetzt würde man das nicht nochmal machen, weil futtertechnisch das schwer ist. Sehr schwer galt. Früher hat man das noch mit der Siloblock-Schniederin geholt. Da ging das noch, aber jetzt fuhr ich hier rückwärts mit der Futtermischwochen und das ist richtig eng. Also so ein ohne Gebüde, das ist eine Hypothek sozusagen. Das ist vor, so ja. Mit moderner Landwirtschaft. Ja, ist umständlich ist das. Und Nordel ist auch eben, da das dunkel ist hier. Also die Tieren möchten das lieber heller haben. 1998 Alven ihr efter Sanierung von der Hauberg wird in ein Bausum entbaggert. Die Hauberg wusste dann einmal gerade noch. Also ich habe vielleicht eher auf Gäste stört. Ich habe hier nicht so viel Geld drin schmetten. Weil hier die Maschinen waren immer größer, futtertechnisch war es immer moderner und brug eh hier ein durchfahrbares Futtergang und das alles hier nicht geschaffen. In der Süßtier und Söwentier-Ienge würden an Friesland Manninghüsinge anbaggert. Dilling schuchtume Fortschrittswalle von Jüttet Billy kritisch.
Vor allem der Wanning an Dürre würden oft in Neimorgen. Dillings noch für Pfohle von Bausünden. Auch bei Familie Hamkins und Kotzenbüll können wir am Ball 1970 Gläsbergestien in Thermopenwanningen. Heute sage ich leider, ich sage schon lange leider. Wir haben sicher, wie viele Leute, irgendwas geändert, was im Nachhinein dann nicht so wunderschön war. War das einfach die Zeit der 70er, die sowas machte? Das war schon die Zeit der End-60er, ja. Zum Beispiel gab es dann Fenster mit Thermopenscheiben, die ja viel praktischer waren, weil sie sehr viel mehr Kälte abhielten. Dann wurde so ein Fenster, Thermopenscheibenfenster in eine Hauswand gesetzt, wo es eigentlich gar nicht hingehörte. Ja. Also wenn man bedenkt, im Nordkrieg, wir hatten einen großen Stau an Reparaturen. Nicht? Da hat sich 15 Jahre wäre nichts passiert an den Häusern. Und dann werden die Fenstern ab. Und dann haben sie gesagt, so, nun gibt es große Fenster, nun kriegen wir mehr Licht in die Rübe. Also haben sie große Fenster in Boot. Und das Ergebnis wäre, wenn dann das nächste der Winter käme und da werden keine Blätter mehr an den Bäumen, dann wird das Feld hell und Feld grell in den Stuben. Dann kämen nachher die ersten Rollo-Lüt und Markisen und dann war genau das wäre zurück. Norm mit künstlichen Mitteln und erst in den 70er, 80er Jahren, dann ging das Wert rückwärts. Dann hat man gesagt, wir können doch der Ole Finsterform da wer inbohren. Und ihr, lügenden 100 Tagen, die, wird das Björn von Nordfries Institut in Breest, ihr Interessengemeinschaft Baupflege Nordfriesland gründet. Der Bausünden schöner wieder verschwinde. Bußen sind, wenn was passiert, was vom Material nicht stimmt, was von der Proportion nicht stimmt, was irgendeine Husform vergewaltigt, indem die Dachneigung verändert ist, was nicht passt und so. Also das sind richtige Sünden. Wir haben eine Masse Leute beratet. Und die Beratung, die von Stadt in einmal in den Monat kam wie zusammen und haben inladen und haben wir beratet. Und mit der Zeit ist die Beratungstätigkeit erflaut, wie auch das Interesse an das ländliche Leben deutlich abgenommen hat. Jan Leseberg hat als Architekt und Zinlarven Manning-Friesgehösinger saniert. Früher wurden Leute gelockt, ein Denkmal zu erhalten oder alte Häuser, in denen sie sehr viel Zuschüsse bekamen. Das spielt heute nicht mehr die große Rolle. Es gibt nur noch die Verlockung, Einkommensteuer zu sparen, das ist dann wieder etwas für die Wohlhabenderen. Das Interesse ist zurückgegangen. Das hängt damit auch zu tun, weil es kaum noch Subventionen gibt und zum Beispiel das Landesamt für Denkmalpflege verwaltet sich nur noch selbst. Das ist alles bloß in Frage von Giel und Torschüsse. Das stilgerechte Erhalten hat nicht viel mit Geld zu tun. Es hat einfach mit Bewusstsein zu tun und mit der Pflege. Man kann sehr viel Geld ausgeben, ein Haus zu modernisieren und es zu verschlimmbessern. Und mit demselben Geld könnte man es auch erhalten. Das hat überhaupt nichts Elitäres an sich. Es hat nur etwas mit dem Bewusstsein zu tun. Es gibt manning Beispiele, wie alle Hüsinge wieder saniert werden sollen. Hier, dort Andersenhüs und Klogriss, ihr in Börresti, Dilling in Madelpunkt von Frasch für Inslaven. Sönke Namani, nomt Seinke Bagger, hittet ja, mal Thomas Heinsen zu Hupe sanieren lädt. Ule Museumsstögne wurde aber Luft abbohrt. Glaue in Schaule. Ein enkelte Dörnsche schuchtet Hüs öd as ein Museum. Da das nur das Büro vor üben. Ja, so Form. Und hier in Pise hebe ihr Öle Schrunne stünden und Kluse Schorbe. Und wenn große Feste wählen sind, dann das hier auch mal entdeckt werden, dann können der manchen hier auch noch mal satte. Und in die Herdörnsch, als ob man vom Sterben ist und hörst, die erst hier dann abbohrt werden. Die Pisel konum auch liehe. Und es sind allmann in Koste und Andersen hörst viert werden. Ihr Lars als Dilling in Theotersohl. Das ist ein Lars werden. Hier lehnt Bome Börde ab, was ist ein Taling.
Mit denen giftet hier Theater, Tons und Musik. Hier ist sie bloß im die Sahne, die auf der Marie, der kann Aachen kam. Und der kann auch Aachen dann in Färung führen und hier mit wegen Kaffee tranke. Und erst ist das bloß auf Einmaldung im, und wann hier was Lüß ist. Wann wir was einbieten, der hier wie so ein Flyer, wer dann durch uns ist, was hier Lüß ist. Und kann Aachen haben, kann Aachen hier Hane kam. Und in der Pause, in öfter Theater, kann der hier noch schon satt in Kräuf. In dem Sinne ist er. Professor Johansen, die Ulebaus von Freilichtmuseum, ja, ist in Friesken Börreshahn und kam von Borlem. Jan Orr von St. Stubbe hätte ihm ein Ulehus gekauft und saniert lädt. Ich freue mich, dass wir hier für das Ulehus stauen können. Das ist so ein Ulehus-Typ von Mitte des 18. Jahrhunderts und das wird total verschandelt. Und für mich wäre das ein Frohe, wie kriegen wir das wieder hin und mit den Leuten werden was Feines sehen und unsere Ule Kultur auch noch erkennen. Und so haben wir uns ein verschandeltes Beispiel. Bloß wäre das Bock, wie das früher mal wäre. Nicht mehr und nicht weniger. Das hörst, Hedi Professor Betertu verliebt. Nö, erst die Limon fleht und das Wort wieder in Leid renoviert. Aus auch die Professor hält noch ein alles ganz stilgerecht Hane für. Etele, eine Vortele erst vorhaben. Letzte Relikt der Verbumpfelung, der Verhunzung eines historisch wertvollen Gebäudes. Das ist so ein Fugbaum in Aspekt, sagen wir das. Das sind die Fleischstücke in so ein Aspektlicht. Also so was Schreckliches, das haut ins so um. Da kriegt man Kopfweh, wenn man noch länger hinkriegt, das muss weg. Und ganz anderen Monats Tore Johansen. Hier ist eine Familie mal die Professor Johansen. Tore Johansen als Ticker. So hat er uns in Laven all Manningfrasche Hüsen gesehen und haben Stele Fug ihn baggert und Riss am Lohn haben. Ja, wir prägt hier in Utland Frasch Hüs abzubacken, Ständerbau. Und ja, hier stöhe ich in Ölhüs und der ist in die Knorpel von Auerblaben, der wusste auch einmal volle Substanz. Und dann hier wieder zu abbaggelt, als was wir das Öttogt hebe. Wisst ihr, wie man ist, was das einzige, was noch von der Ölhüs hier blaben ist, von Bahn? Das einzige, was hier noch von Auerblaben ist, das sind Ölböge, die Setthäsen und Hüs, die sind Herne. So erst Tores in Hüs in Neiberg, efter Ölmünster, mit Öle und neue Materiale. Und wer hieß dort ganze Hult von? Ja, ich habe das Öl holt altens sommelt, wenn irgendwie was auer wuss. Ich habe irgendwie bloß Igenholz sägt. Und man tat je, hätt ein Holding, wir dann hier und der diesen Boom Wachschall, der hab ich dann auch volle Tube sommelt und absaugelegt. Das ist Neid, das ist ein Ölbürge von Nordlundham, die Post, die mag ja eine Vorteile. Und das hier ist Moorig, was man tat je, diesen Hufplaut hätt. Weil ich gearbeitet habe und dann inbagget. Wie lange arbeitest du noch hier bei dort Hüs? Ja, in der Grundhand hat nur 3 Jahre. Hast du noch Lust? Ja, scheiße Klammer wurde, ey. Das merkte mein Sede, dass um die Lust mehr hat. Normalerweise schon hier kügen wir sie, ey? Ja, wir haben einen Kompromissmaut zur traditionellen Abdeling von Frasch Hüs. Normal legt Tobias Vorteile Kögenhane hier, auch bloß zu Latsch, das ist zwar fake. Bloß, das wo es mit zu jung waren, bloß auf der Norden. Und mir war so wichtig, dass der Kögen aber trifake kommt, dass ein Platz noch hält, auch von normal Spüle. Und ich meine, man tauscht ihn und so was. Aber ja, liegen, weil nur ein Mann schon mehr. Und um Schallock in so ein Hüslavekone, und der da die Kompromiss. In Kögen wird ein normaler Lavekurs, Legewell noch fein Sattelkurs und Light Plots heißt. Und die Ölefrasche Hedstein, dann auch noch. Die ist noch ein Klar, der will ich noch die Schostin, ne? Die ist noch ein Klar, die wird noch bloß aus 11 Stalljahren gnüttet. Bloß die Schall eigentlich so klarmaut wurde, dass die funktioniert, man wie länger. Bloß. Das ihn ist das Aula. Um mit mehr Pläne, als was vom Amts hätte kommen.
Hans-Dieter Willemsen hat ein Autogeschäft auf der Sön. Nur hat er ein Tor mal wirft heraus, sieht, eine neue Hüse auf der Ölmünster baggert. Was natürlich nicht unbedingt am Fliesenhus anders, aber das wäre nur unser Wunsch, dass wir hier achten, dann werden wir Terrasse haben mit dem Ärger. Zuerst bei Manninghüsingen sind auch hier alle wegen Kompromisse zwischen Ölvorbilder eine neue Qualität von Bogen zu finden. Niems, weil in ein Museum lave. Ist das für Sie wichtig, dass das eine Geschichte hat? Oder Sie haben ja anders stehen gucken können? Ich wollte gerne alle stehen haben, die auch glatt sind. Das sind ja von den Peerbogens, die ja dummes mit Eisenrädern da überfordert sind, sind die ja glatt. Die sind ja nicht ruhig, die sind ja ganz glatt. Also das kommt nicht ob an, dass das eine Geschichte hat, das kommt ob an, wo der Zustand ist. Ja, das wäre ja eine bei mir. Und das wäre auch der einzige, den ich dann kriegen konnte in dem Moment. Und so habe ich die dann noch gekauft und habe dann auch mit Steinsatter die hier verlegt. Ne? Die Häuser, die wir uns angegen haben, die haben ja ab Sylt auch gegen. Da sind ja viele Häuser, die haben Gaumen. Und das ist ja da, weil da in Sylt sämtliche Rühme unnutzt waren als Ferienwohnung. Aber Sie haben sich nicht dazu verpflichtet, das so zu machen, als das früher wäre? Nein, absolut. Nein, das nicht. Aber wir werden schon bemüht, das einigermaßen original zu machen. Ja, das ist ein Haus von Reinhard May ab Sylt in Kampen, ab Sylt. Das ist aber nicht typisch für so ein Reetdachhus. Und Sie hätten Reetdachhus keinen Gaumen. Und von King hat sie doch von übertüft, dass sie das hier nicht machen. Also da hat uns auch unser Reetdachdecker und unser Architekt von übertüft. Also auf keinen Fall Gaumen, nur für eine Rute, sagt er, da hört kein Gaumen hin, das Hahn fließen Hus früher nicht. Nee. Da achten wir mit nur zwei Mock für die Bodenstufe, aber das sieht man ja nicht. Wir haben uns ja doch eine Masse Gedanken gemacht hier von wegen. Die Fensterleibung, das haben wir früher auch, damit man bessere Lichtentfall hat. Die haben wir abschrägt. Und dann, was ich auch sehr schön finde und was eigentlich noch eine Idee von Berufs ist, wo ich geboren bin, da haben wir auch so eine wunderschöne Schiebetür. Wenn dann Weihnachten wäre, dann glitzerte das durch die Schieben. Und das haben wir auch versagt, so ein bisschen Notumocken hier mit der schönen Is. Glas. Und wenn unsere Enkelkinder hier sind, die mögen auch immer die Türen dicht. Das mögen die doch gern. Ne? So was ist original. So ähnlich wie das früher in der Ohlehüse. Ja, das ist ein Ohlestein. Ne? Und Ohlehüse, denke ich mal. Wo der herkommt, will ich nicht genau. Aber. Der kommt oder Ostfriesland, holländische Grenze rüber, da holt Persch die her. Also Sie haben sich doch ganz viel Gedanken gemacht. Wir haben viel für Flot in die Bude. Hauke Petersen, Bogut und Klugritz. Hier ist nein. Mein Hüss habe ich 1900 auch nicht die Bagget. Ja, das können Sie. Ich habe was leute Dränge altens bei meinem uralten Town, selbstverständlich. Und ich bin altens auch hier, wenn ihr mit Bjarne tät. Und so habe ich ein Leitreide-Hüsskot, ein Leitreide-Taube-Hüs. Und das würde ich irgendwann diesen Aufkuppen. Und so haben wir es eins hören. Ich tue es nicht einkuppen, aber ich fange das dann von her. Und so dann habe ich meinen Drum dann diesen Jahr, ja, was habe ich hier tue? Ja, irgendwie diesen Gung fangen. Und habe dann. Ein Reitetaugehüs, boah, beiget. Wo ist denn euren Reitetaugehüs, was hier stö? Ja, da wo ist ein Reitetaugehüs und so ein Kot, ey. Hast du irgendeinen Tog dort Ölhüs einfach, ja, zu renovieren? Ja, was natürlich auch ein bisschen enttäuscht. Außerdem habe ich dann spekuliert, was die Bildpose kommt und was ihr dann von Bord. Dann wird verbeult, dass das endlich ein Sauger ist, was ein Angehörer kommt. Oder wenn ihr noch einfängt, dass das ein Hugen noch was. Und dann hast du dort noch so, dort hier, da was alles in Lim mört. Und dann, ich schau gerade bei. So, das hörst du, was in Lim mört. Und ich habe ihn doch ein Wanning, diesen Neimaut. Und der bei natürlich auch ein Möhrwerk so leider bei rät. Und dann mag der Völk Lase lüst, das erst, wenn du jetzt einfängst und jaßt du ein. Und so, ich habe mich doch, da kann ich angucken.
Und hat dann bald spekuliert, aber ein Neuhus dann, aber auch ein Dreidel Haute Beigen. Naja, und so hast du die Börne, kostet über das Sinn. Erstet von dir wird irgendeine Redetaugehüs und die erstet von dir ein Fraschhüs. Also, ich bin ja, doch, ich bin endlich ziemlich frisch. Und ob man, bin ja vor mir frisch nage, ich käme in Würft, dass ein Leid beiliert, und ihr könnt dann ja auch was frisch nage. Und so dann, ich bin ich ziemlich frisch. Und von Fraschen tocht ich hier von mir auch ein Leid beitje. Wenn dann irgendwie geht, natürlich, und bei mir was eine Möglichkeit der, ein Reidetaugehüs zu bringen, ein Reidetaugehüs erst von mir ein Fraschhüs, ja. Das gibt der Puristen, weil sie ein Reidetaugehüs als ein Reidetaugehüs, ein Fraschhüs, schall auch Frasch mitheben. Dort hat so was als einen alten Ian Gebel in einem Mal, dort als ein Frasch, dort als Neimautsch. Was holst du dir von? Ach, wisst ihr, mir denkt, hör das Hüs vom Pötten, ob die Gebel in einem Mal hat oder bei Kontes hat. Ich sehe das Eis, dass das unbedingt dann bloß ein Fraschhüs ist, wenn die der Gebel mal rot ist. Für mich ist dort ein Sauger vor, dort praktisch, was für die Arten der Bahn war. Und was habe ich von Indieling-Bahn vor? Und dann ein Jeftig so was. Und die schaffe ich vergangen. Dass ihr natürlich auch in den Bausen was, denn da können wir schlecht durch Vorteile und durch das, was ihr alten so. Aber mir doch ist ein Leidetät am Stichekone und dann auch so, dem man labe, habe ich dann den Seele vollheben mal. Und von der Ort kann man mit mir zu stonnen. Und ich sehe da trotzdem oder lege bei das Flasche sein. Gauben hast du hier Ei? Nein, ich habe well Gauben aus Ei in der Front. Oder das von mir Ort sein Ei gehört schocht. Für Bogendilling und Bäume. Ihr Bogen für Ei Bäume. Bäume habe ich ihr bloß Streien pura. Und sie brückt für den Gauben. Aus Dilling passt auch Bäume mit den Wohnräumlichkeiten und so dann die schäte Gauben heben. Das heißt bloß in die Innenwanne. Das kommt natürlich auch ein, wenn er dann eine bestimmte Länge heißt. Aus in der Front merkt er also Holisse und so dann hebe ich mich dann so, dort so hoch den Model, dort Gauben mit der Ehre noch etwas an. Ein Tetenbö stund in Hüss, was ganz aparti ist. Architekt Gerhard Henrichs hätte konstruiert, vor einem Silif und seiner Familie. Das Hus ist ein Öko-Hus. Was ist der bei Öko? Öko ist wenig Energieaufwand. Auf Plattdeutsch, weiß ich nicht, wie man das sagt. Du hast wenig Energie verbraucht worden für die Materialien, für das Herstellen. Und seine Materialien altmal recycelt? Alles ohne, nicht alles, aber fast alles ohne Materialien, die wir irgendwo von Afris und von anderen Buchstellen entsammelt haben, die sonst in den Mülltonnen kämen. Und der habe ich einfach wahrgenommen, weil die Mütter dann auch nie hergestellt waren. Dann kann man die sozusagen wahrnehmen. Das geht und hält lang. Pause zum Hüss in der Lohnschaft. Dort gibt die Menschen eine Verzähle, dort in Utschucht als ein Chinesentempel. Ja, das sind die Leute ganz verschiedener Meinung. Die einen sagen, das passt nicht. Die anderen sind ganz begeistert, weil sie sehen, dass das auch die Materialien gebaut worden ist, was von hier kommt, was die Leute früher hier auch gemacht haben. Und deswegen sind die Leute ganz, ganz umstritten damit. Das ist einfach so. Das war auch so blieben. Gerhard Henrichs meint ja auch, dort sind Hüs ins Liegs Frieskhüs erst. Kurum dort seht ihr? Ja, das wirkt so sehr, weil wir haben so ein Betten an der Haubachdach, als wir das Boot haben. Das hat einen ganz hohen Ruhm, das hat einen Spitzbaum, das kommt aus der Landschaft Rut. Also das schält sich zum Betten Rut oder Friesenhüs, aber als Haubach kommt man das nicht betegnen. Hat zwar fünf Ecken, aber an sich wirkt es, passt das schon in der Landschaft drin. Gerd Henrichs bogut hier Maiwürf in Triebjahr. Ja, da oben ist das egal, aber da oben kann das nicht mehr. Mina, wie aufkicken wie Miraculix. Wo und sind Asterix die Obelix. So, den wollte ich nämlich auch immer haben. Da mag ich unseren Zaubertrank bin. Deswegen haben wir die so mob. Da kann man sich ganz gemütlich rumsetzen in den Winter, wenn der Boden kalt und ungemütlich ist. Und sich Gönnsches verteilen, so Wien trinken. Und das ganz gemütlich haben und dann fühlt man sich hier ganz wohl. Im Zentrum von dem Hus, in der Fiefkant, was wir hier haben. Und wenn er jetzt vollst, dann kannst du eigentlich voll die wieder nehmen, ja. Nee, schmeiß ihn mal nach unten, kannst du auch machen. Erst wollen die Leute das Hus überhaupt nicht haben hier, ne? Nee, erst haben sie große Ablehnung dagegen. Die wussten nicht, was kommen will und hab sech, ne, das wollen wir nicht haben. Das ist zu groß, das ist ein Monumentalbau und das will wir nicht haben. So. Und nun ist das ein
Attraktion für die Touristen und die Leute fort hier vorbei. Und wenn sie so nach spazieren geht mit ihr Oma und Opa von Altersheim, dann lobt sie hier vorbei und kickt sich das an. Von auf der Tachendier Inge kommen nein Backstil ab. Häuser im Friesenstil. Ja, hier vor allem in Möhr und die Manner Grot Olken hier. In Gevel war das typisch Fries ein Sinnwort. Friesenstil ist für mich ein ganz schlimmes Wort. Es hat für mich nur noch was mit Friesengeist zu tun. Also, ich hasse den Friesenstil bei Neubauten. Es sollte neue Bauten geben, die auch Kess sind. Sie müssen sich anpassen, natürlich in besonderen Gebieten. Wenn Sie an Mögeltönder denken oder zum Beispiel an Friedrichstadt oder solche Gebilde, die können eigentlich keine Frechheit neben sich ab. Aber in Neubaugebieten können Sie heute bauen, wie Sie wollen. Der Friesenstil, wenn Sie an den Giebel denken, das war der Ort des Eingangs, das hatte aber etwas mit dem Reetdach zu tun. Bei einem Ziegeldach brauche ich keinen Backengiebel oder Spitzgiebel mehr, der das brennende Reet vom Eingang weghalten wollte. Es ist völliger Unsinn, das mit einem Hartdach zu machen. Ich mag lieber richtig gute Neubauten als diesen nachgemachten Quatsch, den man auch schon in Bayern und in der Schweiz auch schon sieht. Es ist furchtbar. Ich mag Friesen. Das ist ein Schimpfwort für mich. Also nichts gegen die Friesen, Entschuldigung. Soll, dort eilen von der Smucke in der Recke, het was, der zu beitragen, dort Manning in Frieshöß hebe werden. Hamburger und Berliner kauften auf Soll ülefrieske Hüsinge und sanierten's und die erbaggeten neue Hüsinge, man redet Horge und Friesenstil. Also, ich tomp mir ein Fraschentuch der Heves Ei. Aus üs Hüsinge, ich seh diesen üs Hüsinge, da heve natürlich was Wurmes. Da heißt ein Reidetau, da heißt Sprossenwanninge, da das ein Wurm ötzigt oder einsicht. Und natürlich spricht das da manchmal ein. Und ich lieb da manchmal, wann hol, ja, sie sind ja regielscheine Letsche, was dann sich loszukone. Und natürlich identifiziere sich auch mal üsen Gegend, dort dann diese, die der Typ, was das her doch auf den Gef dann auch sich loste wann. Ja, gut. Aber alles manchmal, was am Fraschtunkel liebe ich Ei. Nö, wird die Friesenstil von der Frieske Urlaubseilönje exportiert. Ja, wir haben uns für Friesenhäuser interessiert, weil sie aus dem norddeutschen Raum kommen. Wir öfters mal in Friesland auch in Urlaub waren und uns nach und nach ja, damit angefreundet haben, auch mit dem Baustil. Wir beide kommen vom Lande und haben so was Typisches gesucht und der Ausschlaggebend war dann eigentlich dann unser Urlaub in Wiek auf Föhr, wo sehr viele solcher Häuser sehen. In alt und aber auch in neu gebaut, wo wir uns dann richtig Details ausgeguckt haben und dann auch unser Haus hier so geplant haben. Ja, für mich ist es klar, dass ich natürlich nach Möglichkeit in meinem Leben aus Norddeutschland nicht wegziehen möchte, nicht tiefer wie Bremen oder Hannover. Und dieses Haus ist eben was typisch Norddeutsches. Das gehört dann so zu uns. Aber Nede von Hamburg, Kuhnvölk Manninghüsinge, eine Friesenstil finne. Enkelte Mine, dort so ein Architekturexport ins Leaks Disneyland aus. Blot Kulisse, sonne historisch und die geistig Verbindung. Ich finde das argen so. Da wichtig erst davon, so Bucket erst in der Lundschaft hier. Ich finde Fachwerkhäuser wunderbar, blot wenn hier ne, so ein riesengroß Fachwerkhäuser stehen würde, würde einfach eine Hahnepose. Ich meine, argen Lundschaft hier sind Architektur. Was auch mal Historie wachsen ist und haben entwickelt hat. Und ich finde, irgendwie kommt das alles weg auf irgendwas zu B. Und der Zamber ist eben da frische Langhäuser. Ne, hier das spezielle Mann, der utlandfriesische Ständer ist. Autorisiert das ganz aus. Für uns zählte einfach, man baut ja nicht alle 10 Jahre neu. Das für uns geht einfach nur, was uns gefällt. Ja, das Haus hat uns halt gefallen und deswegen haben wir uns das gebaut. Also es hat nichts mit, weil wir hier im Norden wohnen oder weil wir vielleicht in Ostfriesland Urlaub gemacht haben und da so ein Haus gesehen haben, deswegen gebaut. Nein, das nicht. Einfach nur, es gefällt. Ich hülle die Eifole. Ich hülle auch Eifole davon, wenn ich mir nur hier einen Fachwerkhaus absehe.
Ich meine, dass also traditionelle Bäckstile schon in der Region entstehen sind. Das ist eigentlich blödsinnig. Es sollte sich jeder seinen Traum erfüllen, ob das nun ein Friesenhaus ist, ein... Ja, es gibt ja ganz, ganz viele Haustypen. Es hätte jetzt hier auch ein Holzhaus stehen können. Also es ist eigentlich, jeder sollte sich das bauen, was ihm gefällt. Also man baut ja nicht für sich alleine. Also andere Leute gucken ja auch auf das Haus, was da irgendwo steht. Und jemand, der sensibel genug ist, läuft oft mit zwei beleidigten Augen durch die Gegend. Es hat ja Wirkung nach außen. Wenn man diese Verbreitungsräume, diese Architekturlandschaften von der Insel in Elemente innehält, dann ist das in Ordnung. Wenn man die aber sprengt und irgendwo so ein Element baut, wo der Nibit Hus ist, wie zum Beispiel in der Lüneburger Heide, nur in Syltgiebel oder noch wieder im Süden, dann ist das also deplatziert. Architektur ist kein Dortmunder Aktienbier, was man in Botteln und in Dosen füllt und rund um die Welt exportiert. Das schon mal mit Architektur in dem Ort. So extrem würde ich das nicht sehen. Also das Haus selber ist schon ein typisch norddeutsches Haus. Wir haben ja auch Wind und all solche Dinge, die so dazugehören. Und in ländliche Gegend bin ich der Meinung, passt es durchaus hin. Wo ich es mir nicht vorstellen könnte, so in Großstadtgegenden, so neben Hochhäusern, all solche Dinge, da würde ich persönlich das auch so als Kulturbruch sehen. Aber in dem Bereich hier auf dem Dorf, wo wir wohnen, passt das durchaus hin. Da trinke ich große hin, denn da dürfte auch ein Maike Kruse hier noch frisch in Australien und wir haben schon das auch hinwesen. Lass doch unseren frischen Sauger bloß hier bei uns wesen. Da kann auch doch raus, dass wir uns auch manchmal gefällt und dann hast du doch einen gauen Kehr und gehört für uns alte Male, wenn dann Aachen sagt, Mensch, diese Häuser gibt es vielleicht irgendwo oder gibt es ganz bestimmt häufig in Nordfriesland. Lass doch auch, egal wer es sind, dann der mal zu fräsen wesen. Finde ich gut. Nix hol ich davon. Ich meine, der Friesenhus hört nach Friesland hin und der Bayerische Hus hört nach Bayern hin. Und wenn man das vermischen darf, dann weiß man zuletzt nicht mehr, wo man ist. Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Also ich denke, jeder sollte sich, wenn man dafür schon sein Leben lang abzahlt oder so, dann sollte man sich seinen Traum hinstellen, so wie man ihn haben möchte. Und wenn einer halt gerne so ein Friesenhaus haben möchte und das steht dann in Bremen oder wo auch immer, Also das kann ich nicht nachvollziehen. Hans Otto Meyer, die Vormund von dem Nordfriesischen Verein, hat vernäht, wann die historische Ensemble schaut, so als Weigurt. Es gibt sicherlich Möglichkeiten, wo man sich gut leben kann, wo man auch die eigenen Ideen voll verwirklichen kann. Aber wenn ich in ein Friesendorf gehe, wenn ich auf den Warf gehe, wenn ich an Dick gehe und dort wohnen will, dann muss ich mich ankicken, wie das links und rechts aussieht und wie das am besten hinzupassen ist. Deswegen muss manchmal auch die individuellen Bedürfnisse für die Gemeinschaft durchstehen. Es gibt Manningbeispiele, wer neu baggert werden als in harmonische Ensembles entstehen sind. Aus in der letzte Ehe gibt es noch mehr Beispiele, wer neue Ensembles entstehen sind, wer alles etwas entwerstehen. In diesem Bild als ein Grotthüss baggert werden, wird einen Kontrast tun zu der Ülehüssinge in der Torbstruktur von Diesbel. Hüffole Individualismus kon ham in Seelschap loste, wann's noch in Seelschap wese war. Wir haben hier in der Novashop auch so ein Hus, haben wie Dachneigung als vorgegebene Substanz, alles feine Dachneigung und plötzlich ist dort ein Flachdach, auch in ganz anderem Material, nicht der rote Backstein, sondern in wit verputzte Hus, so wie der weiße Hofsiedlung, Bauhaus Dessau, da infügt, denn ist der Buchkörper als solche, ist glückt in diesem Fall, ich meine, bloß die Verbindung, die Verbrüderung, der Kontakt zu der Novashow, die ist absolut unerbrochen, die ist nicht da. Man kann sagen, wenn in Tendoktor und verkehrte Tänen in Gebiss sind, dann tut das weh. Und in dieser Reihe an der Straße, wo alles stimmt, ist nur ein Fremdkörper. Architektur ist Kunst, ist Baukunst. Und die Einfamilienhausbebauung wird nicht von Architekten gemacht, sie wird von bauvorlageberechtigten
Handwerkern gemacht, die früher eine bessere Ausbildung hatten. Früher waren die Architekten nur dazu da, Schlösser, Kirchen, Herrenhäuser zu bauen. Früher konnten das die Baumeister. Sie hatten die ästhetische Bildung. Die Fenster zum Beispiel an diesen sogenannten Friesenhäusern, goldener Schnitt, perfekt. Die Raumproportionen waren perfekt, das waren Handwerker. Ich finde es manchmal traurig, wenn ich durch Neubauviertel gehe, wo einer den anderen übertrumpfen will, angeberhaft mit blauen glasierten Dachziegeln, die früher nur Schlösser vorbehalten waren. Warum kann man nicht eine ganz normale rote Tonhohlziegelpfanne nehmen? Bescheiden, zurückhaltend. In der Bescheidenheit liegt die Kunst, die Baukunst. Mir denkt, ob ein Hüsttyp ne Herstund oder Beorstund, dat das ei ganze Schlamm. Was ich eigert finde, als wenn du ne Hüssinge Beinaurer hast, dat dir dann so einen ganzen Aurentyp twasche hast, und die nächste dann wären Aurentyp, dat bat ham durch die. Und dann hätt eh nicht niemand was davon. Von der mir ich schon, was dat ei verkehrt, wenn da Gemeinden sein Leid abhause, dat to reglementieren, also Leid in ihn Ratte hören. Die hands all tomorrow, liebe ich mehr von. Der Gedanke ist auch gut, aber das Ergebnis ist eine Katastrophe. Wenn Sie sich die Niebuhrgebiete ankicken, die haben meistens in der ganzen Festlegung so gemacht, dass die Leute irgendwie einen bestimmten Stil buhen können bloß. Nur sie haben keine Utbildung. Sie haben, wissen nicht genau, wie ein Friesen und Ut sieht. Und kicken sich einen Fertighuskatalog an und dann hat er einen Spitzgiebel und zwei Fenster rechts und links in symmetrisch und Plastik. Und wenn man sich das Ergebnis ansieht, dann ist das unmindestens eine Katastrophe. Man kann nur in die Fälle steuern. Man soll lieber die Leute abklären, man soll lieber Betten mit denen was machen. Und die über Proportionen wird verteilen und einen guten Geschmack vermitteln. Das ist das Problem, was wir haben in den Niveaugebieten. Das Baurecht nützt überhaupt nichts. Das Baurecht hat natürlich auch immer etwas mit Richtern und Richterinnen zu tun. Es hat gestalterisch überhaupt keinen Einfluss. Es gibt Gestaltungssatzungen, die das Gröbste verhindern. Aber ein Richter entscheidet nach DIN, und DIN ist eigentlich nur eine Empfehlung. Es fehlt an dem ästhetischen Konsens. Das können Sie nicht per Gesetz fassen. Also ein Richter entscheidet, es gibt einen Gummiparagraphen im Baurecht, man muss so schlimm bauen, dass ein Pferd kotzt und ein Pferd kotzt nicht. Und dann entscheidet der Richter, das darfst du nicht. Ich muss da die Leute von dem Verstand her dann Erkennung von sich und so machen, dass man gar keine Reglementierung braucht. Wo denn kann man Leute dort kriegen, dass sie sensibel sind auf das Gebiet? Ja, das geht eigentlich nur, indem man Seminare macht und gute Vorträge hält und Leute begeistern kann. Ob man Besuch im Freilichtmuseum kann, so was bringe ich eine Fehlerführung machen, wo wir auf diese speziellen Dinge hinweisen, was typisch sind für eine Region, was Identität hat, wie in unserem Beispiel Nordfriesland. Und wenn man die Leute dafür begeistern kann, wie fein das ist, dann machen die das auch. Und vieles ist passiert, weil die Leute das nicht wussten. Die nachher sagen, ach, das hätte uns auch keiner gesagt. Wenn wir das wussten, haben wir das auch anders gemacht. Und deshalb sind die meisten Menschen auch belehrbar. Die sind dankbar, wenn man ihnen die Augen öffnet und erwies. Wenn da was Schlimmes passiert, das ist nicht immer am wenigsten von Bu her, sondern das meiste ist, weil die schlecht informiert worden sind. Und gute Handwerker hat dort seine Qualitäten, indem er sagt, ach, warum schaffe ich hier so gute Fenster in Bu der Ohlen? Das sind die Bohrungsohlen, das ist von früher. Lass doch alles machen, lass das wieder so in Bu. Denn war das auch oft gemacht. Ich habe bei meinen Beratungen die Buhhände, die ich hatte, immer in die das auch hinkriegen, was ich in die haben wollte. Man soll ja bloß richtig darstellen. Die Leute sind schon abgeschlossen. Die sollen bloß richtig beraten werden.